verflixt und zugenäht. Aber das wird jetzt geflickt und geklebt. Und dann können wir wenigstens nach Spanien fahren. Hümer sei Dank, wir haben einen Termin. Ein ganz kurzfristiger, also das muss man echt dazu sagen. Ja, und da kriegen wir jetzt dann wohl eine neue Scheibe. Mhm. Und die Motorhaube wird provisorisch befestigt. Ja, sodass wir in Ruhe und Gelassenheit nach Spanien fahren können. Und natürlich fahren wir so nicht los, ja. Nicht, dass wir dann wieder geschimpft bekommen. Das ist ganz klar, das wird während der Fahrt wieder in unser Fahrzeug gelegt, ja. Wir sind ja schon nicht ganz doof, ja. Hm, wie manche das meinen. Ich wollte gerade sagen, manche unterstellen uns das einfach. Also, aber jetzt gehen wir rein und dann, jetzt müssen wir nur ein paar Sachen machen. Vorbereitungen zur Fahrt nach Frankreich und Spanien. Mhm. Wir sind fast schon unterwegs. Ja, wir freuen uns, ja. Und wenn es Minustemperaturen hat oder ja, wie jetzt im Moment 0 Grad, dann schalten wir unsere Heizung immer zumindest auf 5 Grad ein und lassen die laufen. Und dann braucht man nach meiner Einschätzung auch keine Bedenken haben, wenn man das Wasser im Fahrzeug lässt. Ja, das Einzige, wo wir abgelassen haben und was wir auch empfehlen, das ist der Duschschlauch in der Heckgarage von der Außendusche. Da haben wir das Wasser komplett rausgelassen. So, und jetzt haben wir schon die Ussi da. Jetzt werden noch die Betten frisch für den Urlaub bezogen. Ja, ja, klar. Also ich habe ja keine Lust, dann gleich nach der ersten zwei Tage irgendwie einen Waschsalon oder einen Campingplatz mit Waschmaschine zu suchen. Das wird jetzt alles ordentlich für eine längere Reise vorbereitet. Es gibt immer so viel zu tun, gell, Ussi? Ah ja, bis da immer alles verstaut ist, vor allen Dingen, wenn man jetzt so lang unterwegs sein will. Da darf man nämlich Pflaster nicht vergessen. Und dann ist es ja so, dass wenn wir alles verstaut haben, dann machen wir das wie bei den Lufthansa-Piloten. Die machen nämlich auch immer einen richtigen Fahrzeugcheck und das machen wir auch. Kaffee? Hammer. Nudeln? Hammer. Wasser? Hammer. Wein. Hammer. Bier. Hammer. Okay. Diesel. Voll. Gas. Voll. Öl. Durchgeschaut. Motorhaube. Boah, die haben wir vergessen. Aber nichts wie raus und abmachen. Thank you.
So, jetzt sitzen wir da mit unserem Glück. Genau vor einer Woche ist es passiert. Lieferzeit für die Fronthaube 6 Wochen, 8 Wochen, je nachdem. Frontscheibe war auch kaputt. Spanienurlaub gestrichen. Ja. Aber nein, die Firma Hümer hat uns eine Notreparatur angeboten. Ja. Und deswegen sind wir heute nach Bad Belzig gefahren und verbringen eine Nacht im Hotelzimmer. Damit wir mal wieder sehen, wie schön unser Gustl ist. Ja, ja, so ein Wohnmobil hat schon was. Ja, ja. Wir sind hier auch mitten in der Stadt. Wir haben ein geräumiges Zimmer mit schöner Dusche. Aber unser Wohnmobil wäre uns lieber, gell, was Sie? Ja, auf jeden Fall. Ganz anderes Feeling. Ja, aber die Nacht werden wir überstehen, während unser Gustl in der Not-OP ist. Der kriegt jetzt eine neue Frontscheibe und die fehlende Motorhaube, die wird provisorisch angebracht, also reingeschraubt. Mhm. Dann werden wir sehen, morgen, und wir werden es euch natürlich auch zeigen, wie er ausschaut. Ja. Und dann wollen wir Richtung Bodensee fahren. Eine Nacht am Bodensee noch verbringen. Ja. Und dann geht es in die Schweiz. Mhm. Von der Schweiz nach Genf. Und von Genf dann nach Frankreich rein. Ja. Und unsere erste Station ist St. Maria de la Mer. Ja, also auf jeden Fall Richtung Karl Marx. Genau. Aber mal schauen, wie da denn das Wetter ist. Ich glaube, im Moment ist es da nicht so toll, aber das werden wir sehen. Also Kälte akzeptieren wir nicht, Regen akzeptieren wir auch nicht, dann fahren wir gleich weiter. Ja, also wenn da weiterhin Regen angesagt ist, ist klar, dann fahren wir natürlich weiter. Wir sind ja flexibel. Und wenn es schön wieder ist, dann zeigen wir euch ein paar Bilder von der Camargue, die ja auch sehr schön ist. Ja. Und dann geht es anschließend gleich nach ein paar Tagen spätestens weiter Richtung Spanien, an Barcelona vorbei und dann fahren wir zum Papst Benedikt. Ja, aber jetzt nicht ins Grüble kommen, wir fahren nicht nach Rom. Nicht zu dem Benedikt, den ihr kennt. Das ist einer seiner Vorgänger und das ist eine ganz interessante Geschichte. Also da kann ich euch auch Anekdoten dazu erzählen. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. Das können wir machen, wenn wir dann in dieser Stadt sind. Aber ich freue mich schon drauf, euch das zu erzählen. Ja. Ja. Also das ist auch für die, die nicht historisch so interessiert sind, das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber alles dann vor Ort. Ja. Dann fahren wir weiter Richtung Almeria. Mhm. Da wird es dann auch schon wahrscheinlich hoffentlich richtig warm werden. Genau. Da ist übrigens die einzige Wüste Europas. Ah ja, dann schauen wir mal. Kleiner Wüstenteil Europas ist dort. Okay. Und Tomaten kommen daher, auch die Nicht-Bio-Tomaten, die ich so gern kaufe. Ja. Ah, ja. Ich glaube, es gibt von da auch ein paar Bio, aber das ist ja jetzt auch nicht das Thema. Ja, genau, das Thema behandeln wir, wenn wir dort sind. Dann ist unser nächstes Ziel ist dann Granada, da ist ja dieser Maurenpalast, die Alhambra. Ja. Die ist bestimmt auch interessant. Also mich interessiert es. Ja, also mich interessieren solche Bauwerke schon. Es ist die Sierra Nevada da mit ihren 2 Gipfeln, also jede über 3000 Meter hoch. Aha, okay. Kann man vielleicht auch mit dem Wohnmobil ein Stückchen hochfahren. Wir werden das uns anschauen. Und dann ist noch Gua Dix, ist auch dort in der Nähe. Und da sind diese Höhlen, dieser Höhlenortsteil, oder wo die Menschen in Höhlen wohnen. Ja? Okay, mal schauen. Wohnhöhlen. Ja? Auch, vielleicht sieht man da auch irgendwas. Ja, wenn, dann gehen wir natürlich in eine rein. Das bieten die Leute an, da kann man besichtigen. Ah, okay. Werden wir ja dann alles sehen, wenn wir vor Ort sind. Ja, und dann wollen wir natürlich nur zu den Briten fahren, nach Gibraltar. Ja, nicht nur zu den Briten, auch zu der Affe. Ja, das wollen wir uns auch anschauen. Also Gibraltar, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Mhm. Und da können wir uns ja dann schön Zeit lassen, uns das anschauen. Und ihr seid natürlich dabei, wenn ihr wollt. Ja. Ja. Und dann fahren wir an der Küste entlang, der Riva vorbei, Richtung Portugal. Ja. Mit dem Ziel Cabo de Santa Vicente. Vorher fahren wir nach Jerez, wo es den Gin gibt. Okay. Jerez ist ja die Stadt, also vor allen Dingen da am Meer, wo der Gin verschickt wurde nach Großbritannien oder wird. Mhm. Und da ist auch noch die Rennstrecke, die Automobilrennstrecke, Formel 1. Ah, ich weiß nicht, ob sie im Moment befahren wird,
Aber die müsste auf jeden Fall dort sein, das wollen wir auch hin. Dann schauen wir mal. Ja. Und dann zum Cabo de San Vincenzo. Ja, da möchte ich nämlich hin, weil das ist ja der südwestlichste Zipfel von Europa. Richtig. Mhm. Und dann fahren wir noch hoch nach Portugal, so ist unser Plan, also wie es kommt, das wissen wir eh nicht. Dann fahren wir noch hoch an Lissabon vorbei, nach Nazaré, wo die hohen Atlantikwellen sind. Mhm. Das hat dann auch geologische Gründe, das tun wir nur mal genau uns einlesen und euch alles genau erklären. Ja. Ja, und dann sind die 14 Tage Urlaubsschule vorbei. 14 Tage, ja. Helle macht wieder mal ein Scherzle. Bleiben wir ein bisschen länger, also wir wissen nicht, wie lange wir bleiben. Wir haben gesagt, also geplant sind jetzt mal 4 bis 6 Wochen. Man sieht kommt, das alles, was unterwegs alles ist, wie es vorwärts geht, was wie, man, wie wir zwei uns verstehen. Ja, natürlich, es könnte ja auch sein, dass wir uns gegenseitig blaue Augen schlagen. Nein, natürlich nicht, aber. Nein, aber man weiß ja nie, was unterwegs alles ja, sein genau. kann. Und wie es wieder ist und wie ja, Stimmung ist und alles Mögliche. Ja, die Stimmung, die ist gut. Okay. Nein, aber halt Sonstiges, es ist eine lange Zeit. Und dazwischen melden wir uns immer wieder mal und stellen euch vor, was wir gesehen haben. Mhm. Und uns würde es natürlich freuen, wenn wir nicht nur alleine wären, sondern wenn ihr einfach mit einsteigt und mitkommt. Mit unserem Plan habt ihr ja jetzt gehört, das ist der grobe Plan. Und mal schauen, was wir davon umsetzen können und ja, also wir sind zuversichtlich und wenn die Hümer uns morgen dann diese Haube professorisch gut befestigen kann, dann müsste es auch klappen. Ja, ich gehe davon fest aus. Ja, wenn es jemand hinkriegt, dann kriegt es zu mir hin. Okay. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch über Kommentare. Wir freuen uns auch übrigens über kritische Kommentare. Nur beleidigen lassen wir uns nicht gern. Ja, also das war jetzt auch bei dem Video so, da sind sehr viele kritische Kommentare gekommen, die haben wir natürlich alle beantwortet. Ja, okay, aber ist halt ja auch okay. Beleidigende brauchen wir uns nicht antun. Die brauchen wir nicht suchen, weil die haben wir gleich gelöscht. Ja. 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 Auch Schlaumeier-Kommentare sind erlaubt, ja. Aber das haben wir alle stehen, also das könnt ihr nachlesen. Mhm. Aber beleidigen, das kommt gar nicht, geht gar nicht, ja, machen wir ja auch nicht. Und ja, wir freuen uns und wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir einen Daumen hoch kriegen. Ah, das ist sowieso immer toll für uns. Da freuen wir uns ganz arg. Ja, das singen und tanzen wir, ja. Über jeden Daumen, ja. Ja, klar. Ja, und jetzt gehen wir noch in die Innenstadt, genießen noch ein paar Weizen und zeigen wir euch noch, wie unser Gustl aussieht, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Ja. Und also hier ist heute übrigens lausig kalt, mit -4 Grad. Ja. Also ja, jetzt gehen wir noch weg. Also wir sind ja schon direkt in der Stadt, das Hotel ist mitten in Bad Waldsee. Jetzt gehen wir noch ein bisschen eine kleine Runde laufen, uns eine kalte Nase holen. Und dann geht's los und mit dem nächsten Video sind wir dann nicht mehr in Deutschland. Vermutlich, so, ja. Hoffen wir. Ja, so ist der Plan. Also, freut euch drauf, wir freuen uns auch drauf und demnächst geht's los. Also, tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss.